In einem meiner letzten Videos habe ich mir den Seedbox-Anbieter seedbox.io angeschaut. Jetzt kommen wir zum Konkurrenten seedhost.eu. Bei den Features muss sich der Dienst nicht verstecken. Also man hat natürlich standardmäßig RuTorrent, ist ja eine Seedbox für Torrents gedacht. Zusätzlich kann man aber auch SubNZBD benutzen und damit das Usenet eben nutzen. Allerdings muss man bedenken, dazu braucht man immer noch einen Account für das Usenet. Seedhost stellt erstmal hier nur das Programm SubNZBD bereit. Es gibt auch RapidReach und Pyload. Beide sind Programme, mit denen man angeblich von OneClickHost dann runterladen kann. Die schienen mir aber so veraltet, also ich habe es nicht hinbekommen, meinen Premiumize-Account da hinzuzufügen. Deshalb habe ich die hier auch gelb markiert. Die grün markierten haben alles sehr gut funktioniert, den Rest habe ich nicht getestet. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ja, wie komme ich jetzt an die runtergeladenen Dateien ran? Da bietet Seedhost EU den Zugriff mit FTP, SFTP und FTPS an. Also gibt es hier auch nichts zu meckern. Seedbox.io hatte hier noch WebDev im Angebot, aber das halte ich für vernachlässigbar, solange FTP in den sicheren Varianten angeboten wird. Kommen wir zur Anonymität und da wird es etwas kritisch. Ihr könnt ja mal hier kurz anhalten und durchlesen, was die mir auf meine Fragen geantwortet haben. Die Kurzversion ist, es werden Logs gespeichert, es kann nachvollzogen werden, was ihr auf der Seite und bei den Torrents gemacht habt. Die können also zurückverfolgen, welchen Torrent ihr geladen habt und auch hochgeladen habt. Kommt der Dienst eine DMCA-Anfrage, wird die an euch weitergeleitet. Auf meine Nachfrage, wie oft das passiert oder ob das überhaupt schon mal passiert ist, habe ich keine Antwort bekommen. Also die haben sich um die Antworten ein bisschen rumgedrückt. Der Support hat bei technischen Fragen immer schnell und kompetent geantwortet. Kritische Fragen wie zu den DMCA-Anfragen wurden gar nicht beantwortet. Kommen wir zu den Preisen. Die günstigste Variante ist angeblich ab 5 Euro im Monat zu haben, aber das hängt immer von der Verfügbarkeit dieser Boxen ab. Während meines Testzeitraums war durchgängig die 5 Euro Box nicht zu haben oder ich habe halt immer verpasst, hier im richtigen Moment F5 zu drücken. Ich habe die Box für 7 Euro hier getestet, die Connections sind 10 Gigabit und man kann 3 Terabyte im Monat hochladen. Gemessen wird hier nur der Upload-Traffic, nicht der Download-Traffic. Also wenn ihr zum Beispiel über das Usenet ladet, dann habt ihr so gut wie keinen Upload, der wird hier nicht reingerechnet. Wer private Träger benutzt, muss das halt im Auge behalten, damit seine Ratio da nicht aus den Fugen gerät. Aber 3 Terabyte finde ich zumindest für den Privatgebrauch ganz okay. Wer mehr braucht, kann ja mehr nehmen und die Preise sind auch vergleichbar mit der Konkurrenz, also ziemlich günstig sogar, wie ich finde. Was ist also mein Fazit zu dem Dienst? Naja, ihr habt erstmal, kriegt den Link zu meinem ausführlichen Test auf der Webseite. Ansonsten finde ich den Umgang mit Benutzerdaten etwas merkwürdig, dass das auch so intransparent gehandhabt wird. Positiv finde ich, dass es viele Add-ons gibt. Da spricht man einfach größere Benutzergruppen an und der technische Support hat mir sehr gut gefallen.